Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu 7 Days to Die bei Händler Bob. Ja, in der Better Vanilla Mod. So, ich gebe gerade Quests ab. Wir bekommen 3 Better Vanilla Items. Wir bekommen einen Bohrer. Was kostet der? 2.900 Stahl. Dann nehmen wir den Bohrer und verkaufen den wieder. Da bekommen wir auch noch ein Better Vanilla Item. Da bekommen wir auch noch 2. Nochmal 2. Oh, okay. Ein Solarpanel-Paket. Was ist denn ein legendäres 44er Desert Vulture Paket? Jeton aus Duke's Casino. Automatischer Geschützturm. Munitionsfertigungspaket. Ich glaube, ich nehme mal das Solarpanel Paket. Habe ich noch nie gehabt, schon nie genommen. So, hast du Aufgaben? Harz, rent a car, housing development, passend gas store Nummer 5, befallene. Oh, das hier. Harz, rent a car. So, ich hoffe, das ist nicht das Ding genau neben uns. Dann verkaufen wir dir ein paar Dinge. Wir verkaufen dir diese. Maschinengewehrteile. Ich habe ja jetzt eine M60, ne? Ich heb's immer noch auf. Skibrille. Oh, kommt weg. Schockstabteile. Drahtwerkzeug haben wir auch 2. Und den Bohrer für 2000. So. Okay. Dann die. Armbrustbolzen. Die habe ich mal spaßeshalber gerade aufgehoben. Wo ist denn das Moped? Da. Die habe ich mal aufgehoben. Ich würde die vielleicht mal spaßeshalber mitnehmen statt dem Bogen. Einfach, weil es geht. Weil wir haben eine 6er Armbrust gefunden. Lass doch einfach mal ein paar Bolzen machen. Warum denn nicht? Wir haben auch noch Mods, glaube ich, die da reinpassen. Jetzt geht's mal gerade nach Hause. Und dann machen wir Inventar leer und dann gucken wir mal. Hab ehrlich gesagt noch keinen Plan gemacht. Sonst machen wir einfach die Quest gleich. Ich glaube, wir haben auch wieder einen Erfahrungspunkt bekommen. Kann das sein? Haben wir noch einen Skillpunkt bekommen? Oder haben wir schon wieder 3 voll? Ich weiß es echt nicht. Ich komme nicht mehr hinterher, ne? Ich habe auch heute relativ viel aufgenommen jetzt. Das ist jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die 7. Folge. Ja, okay, dann habe ich die Woche wieder voll. Ja, ich bin gerade so ein bisschen auch am Vorproduzieren, weil wir sind morgen den ganzen Tag weg unterwegs. Und dann danach das Wochenende auch und dann kommt Enshrouded raus. Da habe ich übrigens schon einen Community-Server angemietet. Wenn ihr Lust und Laune habt, da mitzuspielen, dann kommt einfach ins Discord, ist unten verlinkt. Better Vanilla Items haben wir jetzt auch schon 25. Cool. Warum haben wir noch mehr? Nee. Klamotten, nochmal nix. So, warte mal, Händler, da können die Dietriche noch rein. Dann haben wir hier noch Mods. Das. Messing und Blei. Machen wir mal den Nahrungskrempel hier weg. Das. Medic haben wir ein bisschen was gefunden. Achso, warte, Messing. Wir waren noch Messing am Schmelzen irgendwo, ne? Hier. Weiß auch mal da rein. Hier, die Patronen. So. Dann lass mal das hier öffnen. 3 Dartfallen. Das. Die würde ich zerlegen. Dann öffnen wir das mal. Oh. Solarpanel.
Solarzelle. Kein Verkaufspreis. Wenn du die kaufst beim Händler, dann kostet doch 30.000 oder so irgendwie, ne? So ein Solarpanel. Die sind doch so richtig übelst teuer, ne? Die Dinger. So, das machen wir da rein. Und bei Robotik machen wir 9 Dartfallen haben wir schon. So, Werkzeug. Wir haben 2 Kabelzangen, dann können wir die hier verkaufen. So, dann nehmen wir uns mal die Armbrust raus. Und räumen mal gerade hier so ganz kurz auf. Aber da sind noch die Jetons, die können weg. Dann nehmen wir mal hier bei den Mods alles raus. Und dann tun wir mal die Armbrust hier verändern. Was passt denn da rein? Die. Strahlungsentferner-Mod. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo packen wir die am besten drauf? Vielleicht auf Knüppel oder so. Verringert die Abnutzung um 25%. Eine Gewehr-Zweibein-Mod. Passt auf eine Armbrust drauf. Aber auch irgendwie ein bisschen komisch, ne? Jägermod. Ich weiß es nicht. Mach einfach drauf. So. Die nehmen wir nochmal raus. So, Knüppel verändern. Opfer zu betäuben oder zu verlangsamen. Blutungsschaden. Das ist nur die Abnutzung, ne? Da machen wir hier die Strahlungsentferner-Mod rein. Ach. So. Okay. So. Dann hatten wir... Ach ja, stimmt. Wir hatten gesagt, wir wollen uns mal eine andere Rüstung machen, ne? Lass das mal alles bauen. Teile. Stahlrüstungsteile. Wir brauchen Stahlbarren. Wir brauchen Leder. Boah, geht der mir da unten auf den Pinsel, ey. Dieser Typ da, ey. 7 Klebeband? Wo ist denn der Rest an Klebeband hin? Ach, wir hatten 10 Millionen. Wir haben 10 Millionen Homich blau gemacht. Reparaturkits, ne? Scheiße. Scheißendreck. Scheißendreck. Naja, gut, aber wenn es immer 12 Klebeband sind, dann bekämen wir ja irgendwie 4 Teile raus oder so. So, wir brauchen Nähsets. Haben wir ja nur 124, das reicht ja gerade so. So. Stahlbrustpanzer. Dachtigen. Stahlbeinschienen verfolgen. Fehlt uns auch nur das Klebeband. Warte mal, was haben wir denn an? Stahlbrustpanzer 4. Eisenbeinschienen, okay. Gut. Ich sehe irgendwie aus wie so ein Michelin-Männchen damit, ne? Warum auch immer. So, Stahlbeinschienen. Stahlhandschuhe. Kostet auch das gleiche. Müssen wir nur auf das Klebeband warten, aber das geht ja relativ schnell. Und dann können wir das in Ruhe mal durchmodden. So, dann brauchen wir noch Stahlstiefel, ne? Kostet genauso viel. Kostet immer dasselbe.
Aber dann haben wir das. Dann haben wir eine richtig fette Rüstung. So. Was fehlt uns dann noch? Helm, Brustpanzer. Handschuhe. Der Helm fehlt uns noch, ne? Stahlhelm. Na, den kriegen wir, glaube ich, auch noch raus, gerade so, ne? Müsste eigentlich hinhauen. Oder? Ne, wir haben kein Klebeband mehr. Okay, dann ohne Stahlhelm. Nehmen wir das mal noch raus. So, 762. Das weg. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall Kleber kochen. Das heißt, wir brauchen Wasser. Jede Menge Wasser. Minuten, ja, dann machen wir mal hier 40, wa? 31 Minuten. Und hier dasselbe. Dauert nur 29 Minuten. Interessant. Kleber haben wir noch, ne? Wir haben keinen Stoff mehr. Das ist das Problem, was wir haben. Wir haben keinen Stoff. Wir haben keinen Stoff. Ohne Stoff geht nichts. Aber zumindest haben wir einen Teil von dem Krempel gemacht. Das ist doch schon mal gut. So, nehmen wir den hier schon mal raus. So, kann der schon mal hier in die Händlerkiste. Und dann machen wir das so, so, so. So. Die ganzen Mods rausnehmen. Dann tun wir den hier schön verändern. So. Das Ding macht Beweglichkeit plus 3. Geräusche minus 4. Das ist schon mal gut. Patronengurt rein. Lade 15%. Der Effekt ist nicht stapelbar, aber er kann in jede Brustpanzerung und jede Beinschiene eingebaut werden. Das heißt, wir brauchen den Patronengurt nur einmal. So, was ist das hier? Ausdauer, Beweglichkeit plus 2. Panzerplattenmod. Ja, wir bräuchten eigentlich die anderen Panzerplatten, ne? Machen wir mal hier Beweglichkeit und noch die Panzerplatten rein. So, dann können wir den schon tragen. So, Stahlbeinschienen. Dann können die auch zum Händler. Tun wir die hier mal verändern. Da machen wir uns auf jeden Fall mal hier die Taschenmod rein. Ausdauer. Geräusche minus 8. Isolierungsmod. Hitzewiderstand. Die noch rein. So. Die braucht noch eine Minute. Naja gut, aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Allzeit bereit. Ich weiß gerade nicht, ob wir... Ach so, ich hätte können aus dem Bogen, ne? Da hätten wir können die Pfeilauflage rausnehmen. Wir können hier reinmachen, ne?
passt gar nicht. Wieso passt denn die Pfeilauflagemod nicht in die Armbrust rein? Das ist ja blöd. So, dann lassen wir den Bogen mal hier. Können wir eigentlich diese Superlader-Mod bauen? Nee, können wir nicht. Fahrzeug-Reservetank-Mod könnten wir bauen. Und den Scheinwerfer. Könnten wir mal in Angriff nehmen bei Gelegenheit. Vielleicht machen wir das gleich mal. So, tun wir das mal verändern. Dann machen wir mal hier so eine Kühlmaschen-Mod rein, die Taschen-Mod, die Verbindungs-Mod. Ja. Beweglichkeit plus 2. So, mach das noch rein. So. Ach so, hier ist ja noch Dings drin. Die Dreifach-Taschen-Mod. Tauschen wir das mal aus. Da ist auch eine Dreifachtaschenmod drin. Wir haben noch eine Einfachtaschenmod. Ja, gucken wir mal gleich. Der braucht jetzt noch eine Minute. Ich pack mal die Handschuhe hier in die Händlerkiste. Die würde ich dann auf jeden Fall noch, also die zwei Mods müssen auf jeden Fall noch irgendwie rein. Die hier wäre auch ganz nett. Geräusche minus 4. Dann nehmen wir lieber irgendwo noch eine Kühlmaschen-Mod raus und jonglieren noch irgendwie mit den Mods ein bisschen hin und her. Das wäre echt gut, wenn wir die da drin hätten alle. 42 Sekunden. So, nehmen die raus. Jetzt die rein. Patronengurt brauchen wir sowieso nicht. Passt sowieso nur einmal rein, ist nicht stapelbar. Das, das, das. Das Explosionswiderstand. Also für den Notfall noch die irgendwie rein oder so. So, verändern. Ja. Ich weiß nicht, ob die hier stapeln. Ich glaube nicht. Es steht nicht dabei, dass es nicht stapeln würde, aber ich glaube nicht, dass es stapelt. Oder warte mal. Ach komm, ist egal. Ich gucke da jetzt nicht lang nach. Ach, hier ist die Dreifachtaschenmod noch drin. Die Schlagabwehrmod. Stimmt ja. Da ist ja auch noch was drin. So, warte mal. Dann. Setzen wir die mal. Ach so. Dann. Ach. Das da. So. Mach die auf jeden Fall mal rein. Wir müssen hier noch die Dreifachtaschenmod reinsetzen. Rüstung plus 1. Beweglichkeit plus 3. Geräusche minus 4. Nehmen wir hier die Panzerplattenmod raus und machen dafür die hier rein. So, so bleibt es erstmal.
dann die ganzen Mods nochmal in die Kiste. Wenn wir den Stahlhelm haben, dann können wir ja wieder ein bisschen was anderes machen. Können wir wieder ein bisschen umjonglieren mit den Mods, aber das ist halt immer ein bisschen frickelig. Jetzt haben wir noch gar nichts gemacht, wir sind schon bei 20 Minuten, ey, verdammte Axt. Eigentlich wollten wir ja, hatte ich ja mal gesagt, wir bauen uns vielleicht mal ein Auto oder einen Tragschrauber. Tragschrauber können wir nicht, ne? Wir können nur den 4x4 bauen. 375 Stahlbarren, ey, willst du mich verarschen? Na, dann machen wir das ein andermal. So, aber wir können mal gerade noch gucken. Eisenbolzen für Armbrustpfeile. Für Armbrüste. Pfeilspitzen aus Eisen, Holz und Federn. Die können ja dann weg, ne? Munition, Zubehör. Da sind auf jeden Fall mal Pfeildinger drin. Oder wir machen... Können wir Stahlbolzen machen? Feuerbolzen, Sprengbolzen. Gibt es keine Stahl? Stahlbolzen? Stahlbolzen ist gesperrt. Okay, das heißt, wir können nur die machen. Okay, dann müssten wir hier mal Eisenspitzen machen. Pfeilspitzen. Pfeilspitzen aus Eisen. Ah, dann hätten wir 100 Stück. Das sollte mir mal reichen für den Anfang. So. Schmeißen wir hier nochmal 90 Minuten Kohle rein. Müssen wir halt mal hier in der Folge ein bisschen hier an unserer Base gucken, dass wir hier die Rohstoffe und all so ein Krempel hier mal nochmal schön ordentlich hier anhauen. So, dann machen wir hier auch Geschossspitzen. Das sind auch 90 Minuten. Dann sind wir auf jeden Fall ganz gut aufgestellt mit Patronenhülsen und Geschossspitzen. So, dann machen wir hier Eisenbolzen für Armbrüste. Schmeißen die Federn weg. Das nochmal da rein. Macht er mein Schießpulver hier hinten. Ah, sehr schön, wunderbar. Guck mal hier. Hier alles rauskommt, ey. Wir haben schon 2200 Schuss von der Panzerbrechenden. Cool. So, dann nehmen wir mal hier unsere schicke Armbrust. Dann tue ich die hier doch weg. Achso, ne, das sind ja Eisenbolzen. Okay. Und wir machen Eisenbolzen. Ja, gut. So, dann tun wir noch was essen. Hier. Nudelmozzarella. Das Gute. Und hier eine Dose Spaghetti oben drüber. Sehr schön. Hier noch so ein Tee. Dann kommt das Glas weg. Wir haben noch ein paar Better Vanilla Quests. Obwohl, warte mal. Wir haben ja noch mehr hier, ne? Was haben wir denn hier noch? Das ist aber schnell eskaliert. Was ein Geschrei. Es gibt kein Bier auf Hawaii Mittel.
Ärgere niemals eine Frau. Weil das Messing ist schon eingeschmolzen. Mist. Stark wie ein Bär. Nehmen wir die noch mit, wa? So, dann lass uns die noch machen. So, zum Abschluss der Folge machen wir noch schnell ein paar Better Vanilla Quests. Warum denn eigentlich nicht? Schauen wir mal darüber an unsere Feral Base, beziehungsweise gehen mal kurz hier rein. Prügeln den da hinten ins Eck. Hauen wir den hier noch schön gemütlich zum Abschluss dieser etwas längeren Aufnahmesession bei mir hier. Hauen wir den noch schön eins drüber. Repariert war alles. Du setzt dir die denn daneben? Der kann die doch hier stacken. Muss man nicht verstehen. So, okay. Dann machen wir mal hier an. Was nehmen wir denn? Es gibt kein Bier auf Hawaii. Was für ein Geschrei. Stark wie ein Bär. Komm, wir machen die stark wie ein Bär. So. Aber abgeschlossen, stark wie ein Bär. Alle her hier gerade. Holen wir uns hier noch so ein bisschen Testosteron mit, wa? Da kommen wir nicht dran. Na gut. So, was haben wir noch? Das ist aber schnell eskaliert. Verärgere niemals eine Frau, die würde ich gerne als letztes machen. Was ein Geschrei. Na, dann machen wir. Wieso kann ich die nicht lesen? Scheiße, die haben wir noch offen. Dann machen wir das hier. 20 mal Big Mama töten. Können wir, glaube ich, auch so machen. Brauchen wir uns nicht da oben reinstellen. Hui! Flup, flup. Die Gummizombies wieder. Big Mama kann jetzt auch Rolle rückwärts. Okay, das war die letzte. Hat man gerade noch so den Sound gehört.
Okay, gut. Dann hätten wir noch... Das ist aber schnell, die können wir nicht lesen. Was ein Geschrei. Es gibt kein Bier auf Hawaii. 20 Arnolds töten. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall die Schwierigkeit hochstellen für die nächste Aufnahmesession. Da müssen wir ein bisschen dran kurbeln. Dass jeder Ehemann ist von Big Mama. Haben wir das jetzt gepackt? Es gibt kein Bier auf Hawaii. Okay. Sehr gut. Aber ich habe immer noch Kampfmusik. Irgendwo muss noch einer sein. Ach, der hängt hier fest. Okay, ich dachte, der wäre schon... Ich dachte, der wäre platt. So. Ja, die hier können wir nicht lesen. Die haben wir noch offen, scheinbar. Na gut, dann... Was ein Geschrei. 15 radioaktive Schreier-Zombies. Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's wieder richtig spannend. Reicht dich hinten rum an den Schubsis vorbei, hast du das gesehen? Sie flog etwas weiter. Das war die letzte. Irgendwo ist noch eine. So, hier rum. Hier drin. Die ist da reingeploppt. Ich glaube, die müssen wir ausbuddeln. Warte mal. So, die ist in den Block geglitscht. Na komm her, Schätze, nein, ich helfe dir. Bist da hingekommen? Oh, toll.
So. Dann müssen wir das hier mal irgendwann ein bisschen, keine Ahnung, anders bauen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das hätten wir auch geschafft. Dann Moped her. Dann können wir noch mal kurz zum Händler fahren. Dann geben wir die schnell ab und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie viel Better Vanilla Items wir dann haben. Ich glaube, wir haben 25. Ich glaube nicht, dass wir 11 Better Vanilla Items jetzt bekommen hierfür. Warte mal, wie sieht denn das aus so mit Quests? Mechanische Teile, kein Schwein ruft mich an. Zwei Schweine. Das ist aber schnell eskaliert. Ach, die Demolisher-Quest können wir nicht. Ah, deswegen. Okay, verstehe. Die müsste man dann abbrechen. Dann könnte man die neu machen. Wir müssen noch einen Huhn töten und zwei Schweine. Also das müsste doch eigentlich machbar sein. Ein Huhn und zwei, also zwei Schweine sollte man eigentlich finden und zwei und ein Huhn müsste man eigentlich auch hier irgendwo finden können. Rennen doch hier die ganze Zeit überall rum, die blöden Viecher. Aber das hat man ja schon mal, dass man einen Huhn gesucht haben, und zum Verrecken keins gefunden haben. Da ist doch schon eins. Wo ist es? Habe ich wenigstens getroffen. Nee, wo ist das scheiß Huhn denn jetzt hin? Ist doch gerade hier rumgerannt. Keine Ahnung. Weiß nicht, wo es hin ist. Was? Was? Das war ein Hirsch, ne? Okay. Jetzt muss aus dem Hirsch noch Schwein werden, dann ist es gut. Sonst gehen wir gerade zu Grace. Da kriegen wir auf jeden Fall die Schweine. Die müssten eigentlich nachgespawnt sein. Vielleicht sind sie da nicht nachgespawnt. Hallo? Doch. Nee, ist noch alles leer. Ah, Mist. Schade. Bei welcher Farm sind denn immer die Schweine? Hier sind doch, glaube ich, auch welche, oder nicht? Ist das hier nicht die Farm, wo man hier reingeht und dann... Warte mal. Interessant. Kleine Explosion hier. Ey, Junge, du brennst. Du kannst doch hier nicht am Heuballen rumrennen. Ich war flott unterwegs, die Alte da. Schwein geben. Ach ja, hier sind da welche drin normalerweise, oder nicht? So. Normalerweise sind hier auch Hühner drin. Mann, mach das blöde Teil da kaputt. Hier ist so ein Hühnerstall. Muss doch mal ein Huhn sein. Letztens waren hier zwei Stück drin. Wo sind die denn jetzt hin?
Hier gibt es alles auf der Farm, aber keine Schweine und keine Hühner. Da. Lalalalalala. So, haben wir die Schweinequest. Kein Schwein ruft mich an. Müssen wir nur noch die Hühner irgendwo herkriegen. Ständig rennen die Hühner irgendwo auf der Straße rum. Du fährst sie tausendmal platt. Aber wehe, du brauchst eins. Wehe, du gehst einen Huhn suchen. Guck mal, hier ist ein riesen Kürbisfeld. Hat noch gar nicht mehr bemerkt, irgendwie letztens. Noch nie gesehen. Müssen uns ein bisschen beeilen. Sonst schaffen wir das nicht mehr, irgendwie die Quests abzugeben. Dann habe ich zwar die Hühner, aber ich kann die Quests nicht abgeben. Weil dann der Händler zuhört. Soll nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich merke auch gerade, wie meine Framerate gerade wieder AFK geht. Das gefällt dem Spiel gar nicht, dass ich das mit einer 3080 spiele. Nachdem meine 4090 geschmolzen ist. Wird Zeit, dass die zurückkommt. Ich sehe keinen Huhn. Zum Verrecken sehe ich keinen Huhn, ne? Dann fahren wir zum Händler. Warte, wir müssen nach Norden, ne? Einfach nach Norden. Vielleicht sehen wir ja durch Zufall noch irgendwo eins. So. Many thanks. Einmal. Dreimal. Zweimal. Das waren auch 11. Oh, dann könnte es ja tatsächlich eventuell sogar reichen. So, dann fahren wir noch schnell nach Hause und dann gucken wir mal, ob wir mit den Better Vanilla Items uns auch die Stahlschaufel machen können. Vielleicht sehen wir jetzt einen Huhn. Mit bisschen Glück. Jetzt geht's wieder. Aber manchmal leckt's aus irgendeinem Grund. Das ist seit heute so, ne? Das ist die erste Aufnahmesession, die ich mit der 3080 machen muss. Weil meine 4090 halt leider sich gedacht hat, eine innige Beziehung mit dem Cable Mod Adapter einzugehen. Die sind etwas aneinander gebacken, die zwei. Und deswegen ist die Karte in Reparatur. Ich bin gespannt, ob sie repariert zurückkommt. So. Quests. 36. Wir brauchen, glaube ich, genau 36 Stück. Für eine Stahlschaufel Level 2.
Stahlspitzhacke. Es gibt auch noch den Stahlspeer. Gibt es eigentlich auch noch irgendwie Schrotflinte, automatische Schrotflinte Level 2? Oder Steinaxt? Steinaxt Level 2 und Level 3 gibt es auch noch. Kosten aber auch sau viel. Und Feuerwehraxt auch. Die gibt es auch in Level 3. Und die Stahlaxt auch, oder was? Die gibt es auch noch. Da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Ne? Stahlaxt Level 3 haut wahrscheinlich einen Baum mit einem Schlag um. Ne? Aber die Stahlschaufel, die könnten wir ja vielleicht noch schnell machen. Stahlschaufel Level 3. Oh, Level 2 meine ich natürlich. 30 Stück brauchen wir dafür. Na gut. Stahlwerkzeugteile, 6 Stück. Natürlich die Schaufel selber und 60 Barren. So, Stahlschaufel Level 2. Oh, wieder 30 Reparaturkits, ey. Das ist so teuer, das Zeug, ey. Meine Fresse nochmal. So, das kommt da rein. Das noch weg. Quest hier noch weg, 9mm Munition weg. Da haben wir noch was für einen Händler. Und da haben wir noch ein bisschen Küchenfett hier. Und da haben wir noch unser Wasser. Und da haben wir auch noch Wasser. Und dann brauchen wir noch die Knochen, ne? Die hier. Und wir brauchen die Kohle. Dann gehen wir mal hier Kleberküche. 15 Minuten. Achso, da ist noch ein bisschen was drin hier. Oh. So. Haben wir das auch angeworfen. Und die Stahlschaufel, die nehmen wir dann in der nächsten Folge raus. Gut, cool. Dann bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Ich beende meine Aufnahmesession hier jetzt für heute und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.